Ja, Heiner, herzlich willkommen zum Vorbericht auf das Heimspiel morgen 14 Uhr hier im Stadion Oberwerth gegen Kickers Offenbach. Du warst selber mal als Spieler bei Kickers Offenbach aktiv. Ist das nochmal ein besonderes Erlebnis, wenn man oder eine besondere Motivation, wenn man auf seinen alten Verein trifft? Freut man sich dann auch besonders auf so ein Spiel? Ja, ich habe einige Ex-Vereine, ne? 21 an der Zahl als Spieler. Das ist natürlich dann auch schwer, dann immer alles weiter zu verfolgen. Aber Offenbach habe ich in der Tat immer verfolgt. Sind ja auch noch einige Leute da, die schon zu meiner Zeit da gewesen sind. Und ich habe das eigentlich über die Jahre immer verfolgt und finde natürlich, in unserer Liga ist das Attraktivste, was kommt, ne, von dem Fanpotenzial her, von normalerweise, wenn jetzt keine Corona-Restriktionen wären, glaube ich, dann wären da weit über vierstellige Zuschauerzahlen zu erwarten, gerade auch aus Offenbach, immer sehr reisefreudig und natürlich würde lügen, wenn es nicht ein besonderes Spiel für uns wäre, klar. Ich habe gestern die Pressekonferenz vom OFC gesehen. Der Gästetrainer sprach sehr positiv über deine Mannschaft. Viel Leidenschaft, die alles raushaut, viel Tempo im Umschaltspiel, wenn sie den Ball erobert haben. Wenn man so analysiert wird und weiß, dass der Trainer einen so einschätzt, überlegt man da vielleicht auf das Spiel dann eine andere Variante, eine andere Aufstellung, eine andere Umstellung, das ein bisschen anders zu machen, um den Gegner zu überraschen? Ich habe das auch gehört, aber ich glaube, dass wir, da wurden wir schon richtig analysiert, aber wir wurden reduziert auf die Arbeit gegen den Ball. Also die Arbeit gegen den Ball an sich hat ja gar keinen Wert. Der einzige Wert, den die Arbeit gegen den Ball hat, ist, nicht mehr Balleroberung zu haben. Und ich glaube, dass es nicht beißend ist, wenn du gut gegen den Ball arbeitest und trotzdem strukturiert Fußball spielst. Also es ist schön, dass man das wahrnimmt, dass wir sehr gut gegen den Ball arbeiten, aber ich glaube, wir haben mittlerweile eine Mannschaft, die auch in Ballbesitz, auch in ruhigen Spielphasen in der Lage ist, jedem Gegner über Positionsspiel weh zu tun. Also wir haben schon eine breite Brust. Wir haben jetzt in Elversberg zwar hoch verloren, aber das war nicht dem Spielverlauf entsprechend. Und wir werden morgen mit Sicherheit nicht hier spielen, als wenn wir morgen hier gegen, weiß ich nicht wen, spielen, uns mit allen Mann hineinstellen. Wir werden mutig spielen, wir werden trotzdem immer wieder auch strukturiert spielen und der Bessere soll gewinnen. Du sprichst dich schon an, nach der Niederlage gegen Elversberg kommt jetzt der nächste Mitfavorit auf die Meisterschaft hier ins Stadion. Wie schätzen die Offenbacher ein, die Mannschaft? Es gibt keine leichte Mannschaft in der Liga, also keine einfachen Gegner. Und das Spiel wird mit Sicherheit sehr intensiv werden. Ich glaube, das ist ja unsere Gangart auch und Offenbach muss da durch. Wenn sie es am Ende mitgehen und die bessere Qualität haben sie nun mal im Einzelspielbereich, dann haben wir nichts gegen die Niederlage. Aber wir werden alles, was wir haben, tun, dass es unser Spiel machen wird. Ist ja klar. Du sagst schon, Offenbach ist der Favorit. Letztes Jahr gab es ja im Oberwert 0:0. Wäre der Trainer jetzt schon damit zufrieden oder will er unbedingt den ersten Sieg gegen seine? Ich werde erstmal Leistungen. Das ist viel wichtiger bei der Entwicklung. Und man kann auch ein ganz, ganz schlechtes Spiel machen, ein 0:0 Spiel. Man kann aber auch ein Top-Spiel machen und 1:0 verlieren. Ich glaube, wir sollten erstmal den Fokus darauf legen, dass wir eine Top-Leistung bringen. Dann ist das Ergebnis meistens Resultat von guten Leistungen. Wir sind gut eingeladen, auf uns zu gucken, nicht so sehr, ob der Offenbach kommt oder ob nächste Woche Ulm kommt, sondern wir sollten von Minute zu Minute versuchen, einen Job zu machen. Damit sind wir gut beraten. Alles klar, Dankeschön. Ja, heute im Vorbericht unser Neuzugang Jakob Lemmer. Jakob, du bist seit August oder seit Juni hier bei uns dabei, bist ausgeliehen von Kickers Offenbach. Kannst du dich vielleicht unseren Zuschauern so ein bisschen vorstellen? Wo kommst du her? Offenbach haben wir jetzt schon gelernt. Bist du auch da geboren? Hobbys vielleicht so ein bisschen, dass man die Leute einen Eindruck kriegt? Ja, ich bin 21 Jahre, habe bei Offenbach jetzt die letzten Jahre gespielt und wohne derzeit noch in Offenbach. Bin in Gießen geboren und habe eigentlich meine Kindheit in Usingen, in Taunus verbracht. Also ja, und jetzt bin ich einen Monat schon hier und freue mich auf die Saison. Gibt es da ein Hobby außer dem Fußball? Mit Freunden was machen, vielleicht mal irgendwie auf der Playstation was zu spielen. Sonst Freunde was mitnehmen. Hast du dich gut eingelebt hier bei Rot-Weiß? Haben die Jungs ihren Spitznamen verpasst? Lemmy werde ich manchmal genannt. Okay. Aber sonst bin ich eigentlich sagen. Okay. Lemmy, du hast es schon angesprochen, ausgeliehen von Kickers Offenbach, die natürlich am Samstag hier zu Gast sind. Hast du einen Heiner schon gefragt wegen der Startaufstellung, ob der Lemmy auch dabei ist? Ja, es sieht jetzt so aus, dass ich von Anfang an spiele. Aber ja, ich freue mich drauf. Es ist ein besonderes Spiel für mich, gegen Offenbach mit meinem Verein oder immer noch Verein zu spielen. Ich habe Lust. Gibt es eine besondere Motivation nochmal extra? Gibt es nochmal einen extra Schub, gerade gegen die alten Kameraden? Ja, genau deswegen eigentlich, weil man alle kennt irgendwie. Alte Kollegen, denen man viel Zeit verbracht hat, spielt man jetzt auf einmal gegeneinander. Das ist schon was Besonderes, lustig, wenn man vorher auch schreibt oder sich dann morgen sieht. Das ist schon Motivation. Okay, und du hast wahrscheinlich unseren Jungs gesagt, wo die Stärken beim jeweiligen Gegenspieler sind und wo die Schwächen sind wahrscheinlich, oder? Ich habe es versucht mit dem Trainer ein bisschen, was ich denke, wie
sie spielen, zum Teil. Ja. Kurze Frage, warum hat es beim Kickers noch nicht so mit dem Durchbruch geklappt, dass du dich jetzt nochmal hast ausleihen lassen? Das war jetzt mein drittes Jahr, wäre es gewesen, bei Offenbach. Im ersten Jahr lief es eigentlich, als ich hochgekommen bin, lief es eigentlich so ganz gut. Und dann kamen Verletzungen und kam nicht wieder so richtig rein. Und war dann immer so der Joker, wurde immer eingewechselt. Deswegen will ich jetzt hier die Zeit nutzen, um wieder richtig Spielpraxis zu sammeln, wieder richtig reinzukommen, mal länger als so 20 Minuten zu spielen. Hast du schon was überlegt, wenn du am Samstag den entscheidenden Treffer zum hoffentlichen Heimsieg gegen Kickers Offenbach erzielst? Was macht er dann? Trikot ausziehen, vor den Fans jubeln? Nee, macht man nicht. Ne? Habe ich mir noch nicht überlegt. Okay. Ich konzentriere mich einfach auf meine Aufgaben erstmal. Mal sehen. Alles klar. Dankeschön und viel Glück dabei. Danke.